Kein Rätsel ohne Lösung. Ein Gentleman löst jedes Rätsel. Den rechten unteren blauen. Ja. Dann den linken unteren blauen. Ebenfalls da rein. Dann den linken oberen blauen. Schiebst du nach dazwischen. Dann den gelben, den linken nach unten. Genau. Dann schiebst du den anderen da links rein. Und dann den oberen halt rechts an die Lücke. Dann schiebst du einen hoch. Nur ein. Dann. Nein, den lässt du unten. Den gelben, den unteren, schiebst du dann rechts hoch. Damit du dann einen aus der Tonne links unten rein. Also raus, nach links. Den nach links unten. Nach links unten. Ja. Den gelben schiebst du dann rein, nach unten. Den rechten. Genau. Dann schiebst du den anderen gelben dazwischen. Ja, dann kann ich den... Richtig, den Müll nach unten. Und die wahrscheinlich genau. Hier hoch? Nein, nur einen. Den Müll schiebst du wieder nach oben. Den ganz nach oben? Ganz nach oben? Nein. Und den unteren linken blauen auch nochmal nach oben. Genau, dann schiebst du den anderen gelben, den oberen gelben auch nochmal nach oben. Und den anderen links rein. Dann schiebst du den rechten gelben nach unten. Dann schiebst du den, genau den, wo du gerade drauf bist, ja, nach rechts unten. Dann schiebst du den Müll nach rechts. Dann den, ja, gelben nach oben, ne? Und den Dorn dazwischen schiebst du halt unter den gelben. Richtig. So. Dann schiebst du den gelben nach links. Den Müll erstmal nach unten. Den blauen dazwischen, genau, erstmal nach rechts oben. Ja, ich weiß, wie du vorhast. Ja, ja. Easy. Ja. Und raus und rein. Alter. Die Probe aufs Exempel. Wie lange haben wir daran gespannt? Zu lange. Das ist das zweite Ameisenrätsel. Ich sag mal so, ich habe nach einer halben Stunde die zweite Aufnahme gestartet. Das war vor drei Minuten. Was? Also die dritte Aufnahme. Besen rein, so muss das sein. Alter. Jetzt ist es toll aus, ich hinüber, ja. Das ist Baumrätsel davor, mein Liebe. Ja, auch. Ey, Alter. Scheiß mal auf das Ameisenrätsel, Junge. Oh, Alter, wer ist das denn? Beluga. Das ist so geil. Gohan. Ja, Gohan. Sie kennen mich gar beim Namen, wie? Aber selbstverständlich, sie und ihre Züge genießen die Augenringe. Le Floyd. Le Floyd im Kleinen. Gestatten, ich hörte schon. Ohne Longboard. Ich geh zurück, ich hab da keinen Bock drauf. Wie geben wir uns zum Fressen? Ich hab Hunger. Ja, ihr habt Hunger, ich nicht. Ich wollte nur was sagen. Das Ab in den Müll-Rätsel hatte die Zahl 1 dahinter. Ich glaube, da kommt noch ein zweites. Oh, ne. Da freue ich mich ja schon drauf. Willkommen zurück, die Herren. Entschuldigen Sie vielmals den Aufschub. Ich geleite Sie sogleich zu Ihren Plätzen. So geleiten Sie uns. Juhu, endlich etwas zu essen. Das spricht aus der Seele. Etwas mehr Elan, Professor. Was ist denn dort drüben los? Man könnte meinen, dort wird gerade still. Was ist denn hier los? Das nennen Sie Hotte Cousine? Ich nenne das Schlangenfraß. Und das... Cousine. Und das servieren Sie den Gästen! Ich werde es sofort mal zubereiten, gell? Pah, kippen Sie dieses Kehricht! Alter,
Bruder, wo ist der bayerische Dialekt? So von der Ausguss! Ja, Freuli, es tut mir wesentlich leid, nicht? Der Südost, der Süd-Norddeutsche. Diese Nord-Süddeutsche, ne? Ich werde mir nicht noch mehr Selbstgespräche mit mir führen. Ja. Hallo du, na, was geht? Wenn ich Selbstgespräche, führen möchte, nehme ich Pokémon auf. Lol. Farbenfrage. Vielleicht kann ich ja die zweite Person, also die zweite NPC-Person beziehungsweise synchronisieren in Anführungszeichen. Und jetzt so. Siehst du, wie dieses Blatt von mehreren Linien in Bereiche unterteilt wird? Du sollst nun das ganze Blatt bunt ausmalen. Doch dürfen keine Bereiche derselben Farbe mit der Seiten aneinander liegen. Du darfst aber dieselbe Farbe für mehrere Bereiche verwenden. Wie viele Farben benötigst du mindestens? Ja, höre Antwort eingeben und schreibe die richtige Zahl in die Kästchen. Wir haben 6 Farben. Aber wie viel, benötigst du mindestens? So, hier ist es wichtig herauszufinden, welche Form diesem Blatt Papier die meisten Angrenzungen hat. Ich bin ja hier für dieses komische Trapez oder was das sein soll. Wo siehst du da ein Trapez? Links auf. Das ist links unten, ne? Na, 3 Farben, ne? Nein, das da quer drüber. Ah, das da. Das daneben. Hm. Rechts daneben. Das. Das ist aber kein Trapez, aber lass mir es gut sein. Ja, Kronen. Das sind 5 weg. Nenne es, wie du es willst. Okay. Dann gebe ich Kai mal den DS. Hier. Bitteschön. So, wir haben Angrenzung zu 1, 2, 3, 4, 5 verschiedenen Bereichen. Das heißt, wir können hier für diesen Bereich Farbe A nutzen und die Angrenzungen dürfen nicht mehr nicht die gleiche haben. 3! Ja, genau. Das heißt also, wir bräuchten mindestens 6 Farben. 6? Ja. Warum 6? Ja, wir brauchen Farbe Nummer 1. Halt für die Form selber. Und für die Oh mein Gott, die Bitrate gerade. Dankeschön. Die Seiten dürfen nicht gleich sein, aber die Ecken dürfen gleich sein. Die Ecken dürfen gleich sein. Ja, nur die Seiten nicht. Ja. Und das Ding hat ja 5 Seiten. Ja. Aber du genau guckst, die da drüber liegen, dann liegen sich gegenüber. Das heißt, die können die gleiche Farbe haben. Und die Seite links davon und rechts davon können auch die gleiche Farbe haben. Und das da drunter kann auch die gleiche Farbe haben. Stimmt. Hier zum Beispiel, wenn wir das hier grün nehmen, kann hier blau, hier blau, hier blau, hier blau und hier blau und hier blau. Aber sonst, dann sehe ich sonst, glaube ich, 3 Farben, weil ich mir nicht irre. Ja, ich meine auch so an so was ich träge, das zu haben. Null. Antwort auf alles. Gar keine Farbe. Wir lassen es einfach schwarz-weiß. Ja, wir lassen es schwarz-weiß. Jetzt bin ich dran. Jawohl. Oh. Sowas schafft nur Leighton's Lehrling. Okay. Alles klar. Oh. Ja. So, okay. Ja. Ja, dieses Fünfeck, das hat dann die. Normalerweise, sowas kann man wirklich nur mit 2 Farben machen, aber das Fünfeck da drunten hat es eben gerissen. Ja, ja. Dieses verdammte Fünfeck da unten. Dreieck. Das ist so traurig. Drei. Das Dreieck. Diese eine Lückenfüller, ne? Hervorragend gelöst, Junge.
Ich weiß. So guckt Luke halt auch gerade. Ja. Oh Mann. Dann wirst du zurück zu unserer Partei begeben. Hallo, wir unterbrechen das Spiel für eine wichtige Durchsage. Wir unterbrechen das Spiel für eine wichtige Durchsage. Der erste FC-Sonderzug hat heute dieses Mal mit dem Dachau-Express am Hamburger Hauptbahnhof Dachau? Ein 3:0 erzielt. Okay. Ist das die Bahnhofskreisliga oder was? Ja. Oh Gott. Ja, ich weiß. Gläserstapel auch nur. Das sieht sehr unsicher aus. Der Besitzer eines Edelhauses gibt seine Aufgabe, Gläser dekorativ aufzustapeln. Der Knabe fertigt eigentlich 5 verschiedene Skizzen an und zeigt sie seinem Chef. Der Besitzer ist empört und blufft den Kenner an. Was soll denn das hier? Das kann doch wohl nicht sein. Über welche der 5 Skizzen regt sich der Restaurantbesitzer auf? Definitiv. D geht nicht. Das sind Büroklammern. Das Glas, was da in den 2 reingeht, bei D. Ah, stimmt. Das ist ja kein Glas. Stimmt. Das geht auch gar nicht. Ein Glas ist rund. Aber alles ebenso wenig dekorativ gestaltet. Richtig. Richtig gemacht, Möti. Ja. A ist ein bisschen wackelig, aber D geht halt nicht. Ja, genau so, das meine ich doch. Das ist ein Büroklammer, aber kein Glas. Gut kombiniert, Möti. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Geh mir zu Genussabteil. Ich hab doch... Paprika Kartoffelchips. Die Überraschung in der Tüte. Oh Gott. Nein. Nein. Sie und der dicke Hitler. Der Roman Führer. Der schlagt sich um groß. Ja, stimmt. Der breite Hitler. Ich tu mir die nicht an. Ich tu mir diese. Der ist breiter als Kolle selbst. Also der hat zwar dürre Arme, aber der hat ein breites Kreuz. Ja. Wer ist Tom? Das ist Tom Schuh. Der ist ja winzig. Wer ist Tom? Der macht sich ein Erdbeermarmeladenbrot mit Honig. Ja. Babett. Ich finde es irgendwie unterhaltsam, wie es immer heißt, Luke und der Professor beschließen. Und das, obwohl eigentlich nur der Professor beschließt. Das ist echt so. Uff. Ich wollte das lesen. Es geht hier nur ums Rätsel. Da habe ich keine Lust, um das lesen zu vorlesen zu müssen. Falscher 50. Falscher 50. Falscher 50. Der Riechkolben von dem einen. Alter. Bruder. Eine Frau kauft ein paar Schuhe im Wert von 30 Pfund und zahlt mit einer 50-Pfund-Note. Der Kassierer hat kein Wechselgeld, also geht er die 50 Pfund nebenan wechseln und gibt der Kundin dann ihr Wechselgeld. Doch dann beschwert sich die Bekannte von nebenan, 50-Pfund-Note war gefälscht. Der Kassierer ist untröstlich und gibt ihr eine 50-Pfund-Note aus eigener Kasse als Entschädigung. Die Gaunerin hat sich derweil mit dem Schuh davon gemacht. Wie viel Pfund Verlust hat der Kassierer insgesamt gemacht? 80. Gar nicht wahr. 50. Der Kassierer selber 50, ja. Er hat Nein, 80. Er hat ihr 20 Pfund gegeben. Nein, 80, weil die Schuhe haben ja einen Wert von 30 und sie gibt ihm einen 50-Euro-Schein, ein gefälscht oder Pfund. So, allerdings, weil er gefälscht war, gibt er der anderen nochmal richtige 50 Euro zurück und die Frau hat sich mittlerweile mit den Schuhen davon gemacht.
Das heißt dementsprechend, ist es die Schuhe im Wert von 30 Euro los, die er eigentlich hätte bekommen. Und er ist nochmal die 50 Euro an die andere Verkäuferin los. Also 80 Euro. Also generell. Was ist denn das für ein Lappen? Warum gibt der nochmal der andere, der Geld geleiht hat, gerade nochmal 50 Euro? Der macht doch komplett die Miese. Ohne Lösung. Das ist falsch. Das ist wirklich eine harte Nuss. Eine harte Nuss. Das hat mich auch im Mathe. Wer ist denn 70 oder 50? Die beiden Möglichkeiten stehen auch zur Auswahl. Ich meine, der Kassierer selber hat 50 Euro Schulden gemacht. Das sind seine aus seiner Tasche. Ja. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu einfach. Aber bei dem Spiel ist es ja so, dass man nicht zu schwer denken soll. Nee, wir denken ja meistens zu sehr. Mhm. Das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen lame, wenn das richtige 50 wäre. Aber ich glaube, jetzt auch 70. Also warte, nee. Der Kassierer gab der einen 50 Euro, bekam 20 wieder. Das ist richtig. Nein, weil die schon 30 gekostet haben. Er hat die 50 umgetauscht. Ah, er hat selbst 50 hin, also, na gut, den Schein hingegeben, ja. Ja, aber eigentlich... Umgetauscht und 20 bekommen. Warte mal, sind das nicht 100? Ich meine... 50 hat er ihr gegeben. Die allerdings falsch waren, also hat er die 50 neue gegeben. Dann noch die 30 Euro für die Schuhe und 20 Euro fürs Wechselgeld. Oder ich bin komplett auf dem Holzweg. Ja, 700, ja moin. Hat sie einen Laptop mit gefälschtem Geld gekauft? Kein Rätsel ohne Lösung. Oh. Nun ja, eine Option weniger. Ich werfe 50. Probieren wir 50. Was? 11. Wo kommt denn der 1-Euro-Pfund auf einmal hier? 1-Euro-Pfund. Wie ist das 1 Euro? Warum ist das andere eine 1? Weil das ist doch eine 1. Das andere ist ein Strich. Okay, da kann man es vielleicht noch halbwegs sagen. Das andere... Wo kommt denn die 1 her? Schön. Eine 4? Was ist denn da eine 4? Das ist ein Punkt! Kein Punkt! Okay, wir sind 50. Okay. Das Spiel. Wollen wir mal sehen. Was? Ah ja, stimmt. Das ist richtig, das ist einfach viel zu einfach, Mann. Man muss einfach gar nicht so schwer denken. Außer es ist irgendwas mit Müll schieben oder sowas. Gott, ey, nee. Ey, so eine Scheiße sollte man mich wirklich nicht in Schilfer tragen. Das ist irgendwie der aus einem komischen Film mit einem Strich eine 1 gelesen hat. Alter, was stimmt mit dir? Was ist sie denn? Diese Nasen! Die Kopfform. Voll! Wer zeichnet das denn? Ich werde das Gefühl nicht los, dass man beim Professor Layton Team einfach gesagt hat, okay, Praktikant, willst du groß rauskommen? Ja, dann zeichne uns mal die Figuren. Ich kann gar nicht zeichnen, egal. Oh, schön. Ich komme immer noch. Riechkolben, Alter. Hätte man den darum gebeten, einen Charakter zu zeichnen. Ich komme immer noch nicht auf die Zahlen gerade eben drauf, klar, die ein bisschen rumgespitzt haben. Alter. Ja, man kennt die 1, die aus einer 5 mit einem Strich resultiert.
Schritt für Schritt, Alter. Was? Hä? Ich darf klicken. Ach, links, rechts und links, okay. Ja, sowas in Irrgarten aus Schuhen. Lege dich vom Startfeld links unten bis zum Ziel rechts, indem du waagerecht oder senkrecht auf das angrenzende Feld trittst. Dann musst du mit jedem Schritt zwischen linken und rechten Fuß wechseln. Die Wände darfst du nicht überspringen. Berühre ein Feld für Feld. Ach, berühre Feld für Feld, um deinen Weg einzuzeichnen. Hast du dich mal vertan? Kannst du deine Markierung durch erneutes Berühren löschen? Ah ja, schön. Nicht schräg. Ja, hoch. Nochmal hoch. Ja, dann nochmal hoch. Ich könnte hier natürlich einen großen Schritt machen. Und dann hochgehen. Nein, ändert nichts, ne? Ja, stimmt. Ändert halt wirklich nichts. Ja, dann hoch. Den anderen auch noch. Dann nochmal nach rechts. Du kannst ja schon einzeichnen, du musst ja nicht auf Antwort klicken. Ja. Was machst du da? Die links oben da weg. Nee, ganz oben links kannst du ja eigentlich wieder streichen. Ja. Alter, mach da einfach komplett neu. Tusch umwerf! Ja, das bringt auch nichts. Tusch umwerfen, wenn man keine Chance auf den Royal Flush mehr hat. Ja. So, und jetzt? Ist egal, ob hoch oder links oder rechts. Das ist Wuppe, das ist halt echt egal. Das ist Wumpe. Wahrscheinlich ist das dann sowieso der falsche Weg, du musst rechts unten lang. Also dann ganz oben links? Beides ist der linke Fuß, nimm irgendwas davon jetzt. Ja. Dann rechts. Dann nochmal rechts. Dann einfach bis nach der, bis ein Feld nach der Wand. Und du siehst, es funktioniert nicht. Also was nochmal von vorne. Dann musst du musst unten lang. Also einen großen Schritt mit dem rechten Fuß. Ja. Und dann nochmal nach rechts. Das geht doch nicht. Ach, nochmal nach rechts. Nochmal. Oh, nochmal nach rechts. Ach, der hüpft so. Oh, nochmal nach rechts. Na, links, rechts halt immer. Ah. Das ist der linke Fuß und der rechte Fuß. So, einer oben. Und dann? Ja, dann da, ja, genau. Ne, es funktioniert ja nicht. Ja, dann sind wir in eine Sackgasse geraten. Dann musst du da einen Schritt zurückgehen. Bis vor der Kante. Also bis zum dritten Schritt, den du gemacht hast. Also. Dritten Schritt zurück. Nein, bis zum dritten Schritt, den du gemacht hast, genau da. Und dann nach oben. Dann zweimal rauf. Ja. Dann nach links. Einmal links. Nach oben. Wieder rauf. Nach oben. Nach rechts. Ein nach rechts, ja. Dann wieder einmal. Dann nochmal nach rechts. Dann wieder ein rechts. Ich kann nicht wieder rechts. Doch. Dann nach unten. Nach unten. Nach unten. Nach unten. Ah ja, ein Schritt zurück. Ja. Und nach rechts. Und stopp, wir tanzen. Und nach rechts. Und nach oben. Und nach links. Oh. Und nach oben und nach oben und nach rechts. Und nach rechts. Ich kann nicht. Ja, Antwort, okay. Nun die Probe aufs Exempel. Ja. Oh Mann. Kannst du das dann mal ein bisschen hier? Besonders schön, diese Rätsel um fast 2 Uhr morgens zu machen. Wunderbar. Wie wird er narrisch? Gut, dass ihr die nicht kann. Doch, ihr seid ja ganz schöne Rattenfüchse. Also Ratten. Ja, ja. Wisst ihr was, ich speichere jetzt. Und die Aufnahme ist vorbei. Nein. Alter, wir haben schon seit fast 2 Stunden gespielt hier. Krasser Schiesel, ne? Davon mindestens eine halbe Stunde mit diesem komischen Schieberätsel. Wahrscheinlich. Ja. Schneid es einfach zusammen.